Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Freitag am Wochenabschluss, heute am 10. Juni. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen uns heute hier auch wie gestern dem Pfund zuwenden, diesmal allerdings nicht gegenüber dem US-Dollar, sondern ein Cross-Rate-Pair hier gegenüber dem kanadischen Dollar. Und wir betrachten mal hier zunächst den Tagesschart. Da war sehr schön zu sehen, dass wir hier zum Sommer des letzten Jahres bis hier zum Ende des Jahres und Beginn 2016 eine Top-Bildung erlebt haben hier oben. Seitdem ging es hier steil bergab und eine ältere Analyse, hier dieser blaue Pfeil, ließ schon mutmaßen, dass wir auf jeden Fall noch nicht am Ende trotz dieser steilen Abwärtsbewegung sind, sondern es eben hier vielmehr noch ein Stück weit tiefer gehen könnte. So geschehen. Der Preis rutschte ab und zwar hier nahezu punktuell bis an die Tiefs vom April 2015. Und das hier im April 2016 ist eine relativ interessante Konstellation, die wir auch hier nochmal mit einem Unterstützungsband fixieren. Und jetzt natürlich die Gretchenfrage: Hier gelang der Abprall, ähnlich wie vor einem Jahr im April. Da ging es allerdings steil nach oben. Hier auch zunächst eine sehr, sehr steile Bewegung. Dann jedoch hier Puffer im Bereich 200, des EMA 200 direkt gestoppt an dieser Linie. Und wenn wir uns hier rausscrollen, haben wir hier auch eine kleine Widerstandszone, besser gesagt eine breite Widerstandszone. Und die letzten Tage aufgrund der Pfundschwäche natürlich. Und auch hier wieder im Gegenzug einer kanadischen Dollarstärke ging es hier steil gen Süden. Das Währungspaar ohnehin ja hier mit einer relativ starken Volatilität gesegnet. Also das heißt, das Währungspaar bewegt sich sehr, sehr stark im Sinne der Volatilität. Und zwar haben wir hier Kennzahlen. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Ja, die bewegen sich so zwischen 100 60 und 170 Pips, also das Währungspaar definitiv eins der volatileren. Und das muss man natürlich wissen, wenn man sich dieses Paar vornimmt. Sie sehen es auch in den Kerzen, es kann ja immer mal recht schnell zur Sache gehen. Das britische Pfund ja ohnehin, Sie wissen es, in einer gewissen Spannungshaltung wegen der Geschichte des Brexit-Referendums am 23.06. Aber warum habe ich Ihnen das Pair heute mitgebracht? Neben dem, dass wir hier unmittelbaren Support vorausliegen haben, ist es so, dass sich hier unter Umständen eine, ja, Gegenbewegung ereignen könnte. Warum? Dies ist hier anhand einer, ja, saisonalen statistischen Auswertung der Fall. Und zwar gab es hier während der letzten 21 Jahre in 76% der Fälle eine Erholungsbewegung, die hier ein positives Ratio eröffnet. Und wenn wir dazu mal die Kerndaten öffnen, dann sehen wir hier in den letzten 21 Jahren 16 Gewinntrades und das eigentlich auch nur innerhalb des Zeitfensters vom 10.06. bis 17.06. Ergo Schlusspreis heute übers Wochenende gehalten bis in die nächste Woche, während der letzten 21 Jahre mit einer solchen Performance. Sieht wie gesagt ganz gut aus. Man kann hier grundsätzlich sagen, dass die Chancen gegeben sind. Einzig eben, und darauf will ich hinweisen, der Chart passt hier nicht ganz ins Bild. Ich habe dazu auch das Momentum mal mitgebracht, hier aufgrund dessen, dass es sich um einen Trade handelt, der tendenziell nur 5 Tage läuft, sozusagen das Momentum auf 5 gekürzt. In der Regel verwendet man hier Perioden von 10, 14 oder 20. Aber aufgrund dessen, dass es eben kurzfristig ist, hier die 5 Perioden. Und da ist es so, dass bei saisonalen Trades generell auch das Momentum mit ins Kalkül gezogen werden sollte. Und hier sehen wir, das Momentum ist klar negativ. Wären wir hier in einem Stabilisierungsbereich und wären wir hier schon oberhalb der Nulllinie, also hier in einem positiven Terrain, dann würde sich das saisonale Muster bestätigt wissen, dann hätte man zumindest hier eine gute Möglichkeit. Und darauf will ich hinweisen, denn wenn wir heute hier noch eine Erholung sehen sollten beim britischen Pfund und hier über die Nulllinie oder uns in Richtung dieser Nulllinie bewegen, dann könnte es sogar in der nächsten Woche, wenn es eine weitere Erholung gibt, hier sozusagen zu einem grünen Bias kommen. Und wenn das der Fall ist, Schrägstrich der Fall wäre, dann stehen die Chancen tendenziell gut, dass es hier dann tatsächlich im Sinne des saisonalen Musters zu einer Erholungsbewegung kommen könnte. Diese dürfte im Ausdehnungsfall dann in Richtung 1,90 gehen. Wir haben eine kurzfristige Abwärtstrendlinie. Diese müsste natürlich durchbrochen werden, um hier dann weitere Hochs zu generieren. Aber generell ist die Chance, die Möglichkeit gegeben, hier nach oben das Ganze auszufahren. Der durchschnittliche Gewinn beträgt hier 251 Pips während dieser Zeit, also in 5 Tagen 251 Pips möglich. Der durchschnittliche Verlust hier 122 Pips, also hier ein Ratio von deutlich gut über 2 zu 1. Das heißt, das ist ja ein attraktives Verhältnis grundsätzlich. Und wenn man eben hier die 250
50 Pips mal abträgt nach oben, je nachdem, wo der Einstieg wäre. Dann reden wir aber hier im Prinzip hier über eins, zwei Tageskerzen. Ich sagte ja vorhin, dass wir zwischen 150 und 160 Pips uns bewegen. Also das wäre hier die Range oder das Ziel der nächsten Woche. 250. So, Pi mal Daumen. Ja. Aber wie gesagt, es ist noch nicht eindeutig genug, die Signallage. Deswegen hier mit einer gewissen Vorsicht agieren. Dennoch sollte man sich hier überlegen, reinzugehen, spekulativ. Dann wäre der Stopp zum Beispiel unter dem heutigen Tief, Schrägstrich gestrigen Tief angebracht. Wenn wir hier von 120 Pips etwa ausgehen, dann würde das auch ungefähr passen, je nachdem, wo eben der Einstieg ist. Aber das wäre im Prinzip hier das positive Ratio, was sich hier eröffnen könnte. Und das ist mal de facto hier ersichtlich. Dennoch der Hinweis, es gibt hier eine mögliche Chance saisonal, aber es fehlen noch hier die klaren Signale. Dennoch halten Sie das britische Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar mal im Auge. Klar ist es zurzeit hier wirklich, gerade wegen der Umfragewerte, die hier jeden Tag immer wieder für wilde Bewegungen sorgen, ein Stück weit tricky, das Pfund hier überhaupt einzufangen. Wir sahen ja heute Morgen auch eine sehr steile Abwärtsbewegung beim britischen Pfund Yen und anderen Pound Pairs, also das britische Pfund kurz nach der Eröffnung 9 Uhr zum European Opening ganz massiv eingebrochen. Solche Bewegungen sind natürlich immer wieder möglich derzeit und insofern hat das natürlich ja auch alles einen ganz klar spekulativen Charme. Aber wo Chancen lauern, da muss man auch Risiken eingehen. Insofern wäre ich heute schon mal durch für das Devisenradar dieser Woche. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns in der kommenden Woche oder hören wir uns in der kommenden Woche auf jeden Fall wieder. Würde mich freuen, wenn Sie dazu einschalten. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen noch einen schönen Restfreitag, erfolgreiche Handelsgeschäfte und ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher übrigens noch wieder zum Devisenradar-Webinar nicht, sondern zur JFD-Workshop-Session. Das Ganze startet 15 Uhr kostenfrei unter Live-Events bei JFD anmeldbar. Da geht es heute um Timeframes und andere Feinheiten im Trading. Also in dem Zusammenhang, gute Zeit, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.